Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, wir schauen jetzt erstmal nach dem Quark am Lidl. Ja, gut, Joghurt könnte man auch theoretisch. Vollmilch könnte man. Ja, fahren wir lieber erst die Vollmilch an Edeka für 3,271. Also, schauen wir mal nach der Vollmilch. Da haben wir sie doch. Und da gibt es dann einmal 104 Palettchen. Sehr schön. Also, Vollmilch zum Edeka. Ja, der lädt ja auf. Dann können wir mit dem nämlich schon mal Mist laden. Mit dem nämlich schon mal Mist laden für die Düngeherstellung. Ja, die Frage, wie viel Mist haben wir denn hier überhaupt jetzt schon drin? Ja, produzieren wir, glaube ich, einiges. 300.000. Boah, das ist nicht schlecht. So, wir fahren jetzt die Vollmilch erstmal in Edeka. Dann machen wir einen Frontalangriff, was das finanzielle Budget dann angeht. So, zum Edeka. Ja, fahren wir hier jetzt nach oben. Beziehungsweise in 5 Stunden, also um 15 Uhr, können wir dann nochmal ein bisschen Sediermittel hinbringen. Obwohl, nee. Ist ja eigentlich dann erstmal egal. So, stop it. Ich kann jetzt hier rein. So, und da vorne hoch. So, genau hier fahren wir dann hoch. Das müsste jetzt theoretisch ja die Spritze sein, wo fertig ist, oder? Ah, die gute Vollmilch. Ja. Zack. Ah, das freut einen sehr, ne? Ah ja, der Kontostand gefällt mir sehr, sehr gut sogar. Müssen wir eigentlich mal noch schauen, was bekommen wir eigentlich? Oh ja, oh ja. Moment, du musst jetzt aber der Umweltbonus gestiegen sein, theoretisch. Das müsste, ja, die Spritze sein. Die ist jetzt auch fertig. Sehr schön. So. Wir fahren zurück und dann können wir, wir haben ja noch einiges, wo wir sagen können, das können wir verkaufen. Zuckerrüben eben 55%. Ich glaube, wir müssen als erstes mal nochmal einen LKW kaufen. Und mit dem müssen wir hier alles verkaufen fahren. Und eventuell die ganzen Paletten hin und her. So. Siliermittel. Haben wir hier eine Palette. So. Ja, komm, die trage ich jetzt einfach mal schnell rüber. Das passt ja soweit. Was wir drüben haben. Ist sie drüben?
Dann kann sie nämlich reingehen. So. So, der hat die Arbeit beendet. Sehr cool. Soll jetzt zum Hof fahren. Macht er auch. So, dann bewegen wir den hier weg. Ja, Zelscher Fackschnitzel, da müssen wir dann noch schnell umhängen. Oder beziehungsweise wir fahren dann schnell mit dem anderen LKW und der Ding. mit dem LKW mal kaufen, schnell am Sägewerk vorbei und laden dort die Hackschnitzel auf. Dann bringen wir sie ganz schnell nach oben. In die Zellstofffabrik. Dann haben wir das ja auch sozusagen abgearbeitet. Es ist wirklich die Halle, ne? Nur die Halle, wo den Sound irgendwie blockiert. Weiß nicht warum. So, und der Trecker wird hier schön eingeparkt. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall LKW shoppen. Beziehungsweise wir schauen erstmal nach, was wir hier Schönes haben. Oh. Oh. Mir fehlt ja eh noch eins, ne? Da fehlt mir eh eins. Wird gerade gekauft und... Ach komm. Da habe ich jetzt aber einen kleinen Fehler drin. Im Bildchen, ne? Da haben wir einen kleinen Fehler drin im Bildchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, die 11. Die 11 fehlt. Natürlich gerade gekauft. Na komm, wenn wir gerade dabei sind. Gibt es Continental. Breitreifen und Gewichte. Und dann passt das mit dem. Dann haben wir ja auch einen schönen John Deere auf dem Hof. Frontgewicht 1,8 Tonnen. Nur Anhänger oder 3 Punkt? Ja, so. Okay, 11. 12, 13, 14, 5, 15 fehlt auch. Okay, aber der kriegt vorne und hinten die Kennzeichen und das werden auch gerade, kaufen wir auch gerade. Jetzt bin ich hier richtig im Shopping-Wahn. So, das ist der angekommen beim Hof. Sehr schön. Wollte noch einen LKW shoppen. Ja, natürlich alles hin, außer das, was ich wirklich brauche. LKW wollte ich ja noch einkaufen. Da sind sie. Hier, den Globetrotter. Jetzt hat er sich in der 500 PS Variante. Die Breitreifen, Sonnenblende, Design. Ja. Zusatzlichter, Design 2, Rundumleuchte, ja. Wir wollen den größeren Kraftstofftank. Natürlich in schwarz. Fahrgestell lassen wir so. Designfarbe mach mal weiß. Ja, genau. So, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40. Okay, das sind die zwei, wo dann 41. So.
haben wir ordentlich jetzt eingekauft. Momentchen mal. Ich mache jetzt mal schnell in der Folge ein Thumbnail. Einfach nur, weil das jetzt einfach so cool aussieht mit den ganzen Fahrzeugen da. Wir fahren zuerst zu den Zuckerrüben. Der fährt nämlich auch 90, der LKW Uppsala. Ist eben auch die große Ausführung. So. Auf geht's, ab geht's zu Feld 39. 2,9 Millionen. Ja, ich meine, kann man ja schon mal richtig investieren, ne? In neue Fahrzeuge, in den Fuhrpark ein bisschen aufrüsten. Halt 39 muss man da hier hoch. So. Ja, da hat sich der Ding wohl wahrscheinlich jetzt festgefahren, ne? Ah, guck mal, wir können auch nachher gleich den John Deere benutzen. So, der kämpft sich hier jetzt voran. Natürlich ist es auf der anderen Seite. Ist ja logisch. So, es ist ja gleich am Ende angekommen. So, Produktion ist dann natürlich Zuckerfabrik, Rüben abladen. Ich finde Globetrotter einfach nur cool. Die F-16 Globetrotter. So. Ich glaube 20 km/h der Roder. Ja, nur 78%, aber egal, ne? Die 78%, die macht da auch voll. Ja, da müssen wir uns halt ein bisschen jetzt nebenher fahren. Also ich war jetzt gerade eben echt richtig im Kaufrausch, ey. Heieiei. Ich glaube, den Roder werde ich nach der getanen Arbeit werde ich ihn auslösen. Dass er uns gehört. Also haben wir auf jeden Fall genug Fahrzeuge erworben heute. Den LKW und so weiter und so fort. Also das passt ja. So. Der wird jetzt gleich rapide anhalten, glaube ich. Lassen wir natürlich noch die restlichen Zuckerrüben reinrieseln. Eben der Mist in die Düngeherstellung können wir ja noch machen. Aber wenn wir gerade hier eh stehen und nichts tun, kann ich trotzdem mal bei True Farming. Ja, genau, bei Processing Farming. Eben 11% haben wir jetzt. Umweltbonus. Sehr schön. Das könnte noch ein bisschen länger gehen.
So, den. Ah, die Kurven mag er nicht so, ne? So, auf jeden Fall können wir dann mit dem wieder zur 43 fahren. Ja, bei 27%, ne? So. So, dann müsste der ja nicht sauber reinziehen. Jawohl, hat er gemacht. So, let's go zu 43. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.